Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch 1.5 mit dem Kellerkind. Ja, wir wollen wieder zu der normalen Feldarbeit zurückkehren. Wir waren letztes Mal auf Feld 14, da steht der Drescher noch. Den müssen wir noch zurückholen. Und wir wollen Ballen pressen. Genau, weil wir haben keine Strohballen mehr. Die letzten verbraucht. Und ja, wir fahren mal eben zum Feld 14 rüber und setzen die Presse an. Das machen wir als erstes, dann können wir den Drescher zurückholen. Und dann können wir ein bisschen Autodrive probieren. Ich habe schon gesehen, dass ich ein, zwei Sachen entweder nicht verbunden habe oder auch die Strecke noch nicht eingefahren hatte. Werden wir dann auch noch zu Ende, aber das sind nur ganz kleine Kurse. Und ich habe probiert, im anderen Spielstand Punkte zu löschen. Also nicht gerade diese, wie heißen sie, diese Punkte, die Ziele zu löschen. Das war im LS17 auch noch ein bisschen tricky. Aber jetzt scheint das ganz problemlos zu gehen. Die sind einfach weg und kommen auch nicht irgendwie wieder. Aber wir wollen jetzt erstmal hier ganz normal die Presse losschicken. Feld 14, das ist die 13 Meter Strecke. Das Feldarbeit. Du hast nur den Kurs. Ja, auch immer wichtig. Abfahrt einstellen. Ja. Oh, kommt sogar noch ein Grasballen raus. Oder ein Heuballen, vielmehr. Gut, dann kann der fahren. Da werden einige rauskommen. Und wir können den Drescher zurückfahren. Eine Frage an euch. Ich habe es bisher noch nicht, ich hatte auch noch nicht angefragt. Es gab hier in 1.5 zwei neue Fruchtsorten. Einmal Mischgetreide und Sorghum Hirse. Wisst ihr da schon, wie die Namen im Spiel heißen? Also was muss ich ins Silo eintragen, damit ich das da auch rein und rausholen kann. Wäre mal eine Frage an euch. Ansonsten werde ich Fat Action mal anschreiben, mal fragen, wie die Bezeichnung der Früchte im Spiel ist. Oder ich müsste auch vielleicht mal in der Karte reinschauen. Da müsste ich es ja irgendwo finden. Aber vielleicht weiß das ja einer von euch und kann mir da die beiden Sorten mal und das Video schreiben.
Weil wir wollen die Sachen ja auch einlagern. So, wir werden aber jetzt erstmal... wie mache ich das am besten? Ich werde den hier erstmal an die Seite stellen. Weil ich kann direkt vom Rohr... ins Silo reinladen. Auch praktisch. So. Gucken wir mal. Er kann abtanken. Der ist am Pressen. So. Hier habe ich die Schafe. Wir sind hier bei den Schafen. Wasser aufgefüllt. Jetzt werde ich mal zu dem Pferdehof fahren. Und mal schauen, ob er den auch findet. Ja, ein bisschen leiser für euch. Mal gucken, ob er auch den richtigen Weg nimmt. Also richtig vom Wegen, den ihr auch hätte gefahren. Also hier jetzt rechts. Jawohl. Ich habe auch wieder Verkehr an. Ich werde mal gucken, dass ich die Geschwindigkeit runterregel. Auf 40. Damit der nicht zu doll... gerade beim LKW an die anderen Fahrzeuge stößt und dann vielleicht von der Fahrbahn abkommt, einen Punkt nicht erwischt und dann fährt er nur noch im Kreis. So, jetzt sollte er eigentlich hier rechts abbiegen, das dürfte jetzt auch kein Problem mehr geben. Also den Kurs ist er jetzt komplett selber gefahren. Hier vorne ist einer. Einmal auftanken, gucken, was reingeht. Ja. Kommen wir hier jetzt rum? Jawohl. Dann können wir hier auch auftanken. Ah, wie viel Liter bleibt noch drin? 6000. Eigentlich würde ich jetzt... zum Hof fahren, den wieder auffüllen. Aber ich will mal gucken, ob ich von hier nicht auch gleich zum Schweinehof fahren kann. So, ich fahre wieder hier auf die Straße, weil den Weg habe ich nicht eingefahren. Sage jetzt Schweinesilo. Und er sollte jetzt hier vorne rechts und dann am Hof vorbei und dann links fahren. Gucken wir mal. Den können wir hier schon. Zusammenklappen. Mal reparieren. Auch nicht schlecht. So. Kann der in, wenn wir reparieren quasi, kann er den schon mal sauber machen. So, reparieren. 1000 Euro. Ist schon eine Menge.
So. Schneidwerk noch. Oh, das sieht nicht sehr... nicht passend. Komme ich da noch dran? Frage, kann ich eigentlich, repariert er mir die auch, wenn ich die angehangen habe? Erkennt er mir die? Müsste er ja eigentlich, ne? Ups, wir haben ein bisschen große Kollision. Oder das Schneidwerk, eins von beiden. So. Ne, da ist es repariert. Können wir noch mal ein bisschen sauber machen. Und dann sollte der MB-Truck eigentlich... Ah, er ist noch nicht da. Müssen wir gleich mal schauen, wo der rumstreunt wieder. Oder vielleicht kommt gleich schon die Meldung, dass er da ist. So, das passt doch. Turnt er denn rum? Na? Wir müssen gerade... Müsste eigentlich schon da sein. So, Drescher kommt hier rein. Schauen wir mal, das müsste er sein, das ist er sogar. So, dann können wir hier weiter auffüllen und können dann auch jetzt sagen, nee, Eingang ist besser. Sind wir jetzt beim Abfüllen? Oder? Haben wir rausgenommen. Einmal kurz rausnehmen, wieder reingehen und dann hat er den neuen Punkt, wo er hin muss. Hier vorne habe ich nämlich gesehen, dass ich hier noch die gerade Verbindung vergessen habe. Aber da werden mit Sicherheit noch einige dazukommen. So, den Schwader können wir auch mal ansetzen, weil wir haben ja in den letzten... ja, Erntefolgen haben wir die Wiesen ja noch gemäht. Frucht war ja ausgeschaltet. Fruchtwachstum in der Zeit, wo ich hier umgebaut habe und Autodrive eingefahren hatte. Deswegen dürfte hier auch noch nicht neu irgendwas geschehen. Ist noch nie nix. Nee, ist noch abgeerntet. So, gucken wir mal. Was haben wir denn für Kurse?
Irgendwie gefallen mir die mir nicht. Ich nehme mal einen neuen Kurs. Ich probiere mal einen neuen Kurs aus. So, dann. Feldarbeit. Feld 21. Wir sind 14 Meter. 8. Gut, dann kommen wir mit 14 Meter hin. So, wir würden gern zwei Vorgewände machen. Wie rum ist mir eigentlich egal. Zurück. Und berechnen. Wir schauen uns dann mal an. Er fängt ganz hinten an und hört hier dann auf. Okay. Das kriegen wir ungefähr hin. Dann fahren wir einmal rum. Der Big M steht da auch noch. Wie gesagt, ich wollte den nicht jetzt quer über die Wiese fahren lassen, weil der Punkt ist ja hier hinten. So. Und dann kannst du von hier dir den Punkt suchen. Sagen wir ersten Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Und dann sollte uns das hier schwadern. Dann soll er uns noch mal ein Stück mitnehmen, dann haben wir nicht so weit zu laufen. Zum Big M, dann können wir den auch zurückfahren. Steigen wir hier mal aus, lassen ihn weiterarbeiten. Hier vorne steht er. Ich weiß ja, dass es mit Autodrive es nicht funktioniert, Drescher von A nach B fahren zu lassen. Aber was mit unser Eins hier? Wenn wir jetzt einfach sagen, du fahr mal zum Eingang. Sucht sich hier einen Punkt in der Entfernung. Klappt das? Auch schwierig. Ja. Wegen der Hinterradlenkung geht das nicht. Müssen wir selber fahren. Oder wenn ihr das gerne möchtet, habe ich auch schon mal einen Tipp gegeben, benutzt Follow Me noch dazu. Und wenn ihr einen Drescher zum Feld schicken wollt und habt auch einen Kurs zum Feld, dann schickt den Abfahrer vorweg, der fährt den Kurs
so wie ihr den eingefahren habt und lasst einfach den Drescher mit Follow Me hinterherlaufen. Dann kommt auch der Drescher ohne Probleme zum Feld. Und den Abfahrer braucht ihr ja eh da. Und somit könnt ihr auch Drescher mit Auto 3 fahren lassen. So, wir holen uns mal erstmal wieder die Lanze hier. Reparieren. Auch 1100. Was wir hier am Reparaturkosten zahlen. So, unter aller Kanone. Und fertig. Du kommst erstmal weg. Schon in der neuen Halle rein oder in der alten, die umgesetzt worden sind. Ganz darum, wie man es nimmt. So. Da kommst du dazu. Zu dem anderen Krone, dann ist der nicht so alleine. So, der steht auch da. Oh, der ist am Ballenpressen. Da kommt einiges zusammen. So. Hier können wir jetzt auffüllen. Deckel auf. Man kann jetzt auch noch diese Kurse einfahren. Dann hätte man den direkt zum Wasserfass fahren können. Muss ich mal schauen, wie das klappt. Hier zum Wasserfass sehe ich keine Probleme. Die Abfahrkurse, die wir eingefahren haben, müssten eigentlich um den rumkommen, weil der steht ja direkt hier am Gebäude dran. So eng fahren die, glaube ich, nicht. Und hier vorne könnten wir hier wieder auf diesen Kurs aufsetzen. Da ist zu überlegen, ob man das macht. Wobei wir ja auch meistens hier das Tor zu haben. Das ist ja dann nicht so gut. Weil die Tore gehen ja nicht automatisch auf. So, komm. Wie viel passen denn noch bei den Schweinen rein? 176 Stück haben wir jetzt. Ach, nicht mehr so viel. Aber ich will jetzt einmal voll machen. Wir verlassen wieder zurück. Fahren wir zum Schweinesilo. Haut er hier an. Oh, na. Das passt. Ah, du fängst auch schon wieder viel zu früh an, runterzulassen. Aber ich hoffe, das macht er mit dem Nachgewinde weg. So, und wir können uns dann schon mal wappnen. Die Ballen vom Feld zu holen. Erst die Strohballen und später dann auch die Heuballen.
Hier überlege ich auch noch, ob ich Auto 3, 4 einen Kurs einfahren lassen soll, damit wir auch mal schneller einen Traktor vom Feld zum Hof einfach bekommen. Weil die Straßen sind ja hier breit genug. So, dann wollen wir mal die ersten hier aufladen. Aber ist nicht auf Ballen geschaltet. Ich will die vor Kopf als erstes wegnehmen. Rundball, nee, Rundballen haben wir nicht. Waderballen. Na? Da ist der erste drauf. Die vor allen. Damit der die Presse da sauberer fahren kann. Ich glaube, wenn ich hier alle wegnehme, dann ist der Anhänger voll. Und ich würde ja gerne die vor Kopf nehmen. Fahre ich hier noch einmal kurz raus. Diese mir wichtig. Jetzt hatten wir dann noch einen Kurs zum Strohverkauf. Ob der noch funktioniert? Ja, müsste er eigentlich. Aber wo? Das müsste er sein. Schauen wir mal. Wir müssen hier sagen, abladen und gleich Schwanggurte drum. Abfahr einstellen und aktivieren. Ja. Kurs ist richtig. Ach so, ich muss wieder Geschwindigkeit hochregeln, damit er quasi die Strecke einfährt zum Verkauf. So, und hier können wir dann noch den Rest auffüllen. Noch eine Info, also die Schweineställe, die sind nicht zum Ausmisten. Der Mist landet hier einfach auf dem Misthaufen. Das Problem war, da er hier zwei verschiedene Seiten hat, links und rechts, mag das scheint's nicht. Und deswegen war es nicht möglich, dass er hier irgendwo ja, zwei Stellen hat, wo sauber gemacht werden muss. So, den können wir eigentlich wieder zum Hof schicken.
Punkt. Können wir mal zum Eingang schicken. Das passt. Und Abmarsch. So. Schauen wir mal. Hast du noch alle drauf? Oder bist du zu schnell? Ne, das passt noch. So, das schauen wir uns noch an. Dann war es das nämlich schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für ein Abo, Däumchen bin ich euch immer dankbar. Und freue mich auch, dass ihr so zahlreich dazugekommen seid und dabei bleibt. Hier auf der Nordfriesischen Marsch. Oder auch bei dem Cursplay Extrem Projekt. Immer schön zu sehen, dass was man macht, auf Interesse stößt. So, kriegen wir. Verkauft er was? Er verkauft. Super. 8500. Das ist super. Ja, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Wir sehen uns morgen wieder hier auf der Nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.